Moin zusammen, im Hintergrund könnt ihr schon unser heutiges Thema sehen, Bandsäge. Und da kriegen wir, Maschinenhandel Meier und auch ich in meinen Kursen immer wieder die Frage, wie ist sowas denn jetzt wirklich genau einzustellen? Auch oft als die Diva in der Werkstatt verschrien, das hat vielleicht auch seine Gründe. Man muss sich da schon beim Einrichten ein bisschen mehr Mühe geben, als es vielleicht bei anderen Maschinen der Fall ist. Aber wenn man das einmal in den Griff bekommen hat, dann erfüllt die mehr als ihren Zweck und macht sogar richtig Spaß. Die einzelnen Abschnitte, wir beginnen mit dem Vorstellen der verschiedenen Hilfsmittel, die wir beim Einrichten brauchen, bis hin zum letzten Thema, dem Kurvenschnitt. Das haben wir alles nochmal untergliedert, unten in den Kommentaren angepinnt. Das heißt, ihr müsst jetzt auch nicht all, was ich hier sage, folgen. Ja, schaut es euch einfach an und wir beginnen, wie gesagt, jetzt erstmal mit den Hilfsmitteln, die wir brauchen. Ja, das Wichtigste zunächst ist natürlich, dass wir einen Winkel haben, der auch wirklich im 90-Grad-Winkel anzusetzen ist. Und da haben wir jetzt hier zwei Optionen. Das, was wahrscheinlich schon eher in unserer Werkstatt zu finden ist, ist der Tischlerwinkel. Die haben natürlich auch hier und da schon annähernd einen 90-Grad-Winkel. Allerdings, wenn es noch präziser sein soll, dann ist meine Empfehlung definitiv der Schlosserwinkel. Die sind in der Regel auch günstiger als unsere Tischlerwinkel. Und ja, wenn es günstiger und genauer ist, warum nicht? Der Vorteil ist auch hier im Gegensatz zum H-Winkel, die können halt nicht so leicht umkippeln. Das heißt, ich kann die bequem dann gleich abstellen und laufe nicht Gefahr, dass ich andauernd mit der anderen Hand noch festhalten muss, weil die irgendwie umfallen können. Also, da kommen wir nicht dran vorbei. Ihr braucht auf jeden Fall einen rechten Winkel, der seinen Namen auch zurecht trägt. Ja, dann brauchen wir noch zwei Lineale. Im besten Falle, ich nehme da immer Stahlmaßstäbe, weil da ist die Skala noch ein bisschen besser abzulesen. Könnt natürlich auch zwei Zollstöcke nehmen, wenn ihr nichts anderes zur Hand habt. Wenn ihr so einen Kombiwinkel habt, dann habt ihr euch natürlich schon mal ein Lineal gespart. Und wenn ich das jetzt hier rausnehme, habe ich auch noch den Vorteil, das hier lässt sich nicht so einfach verbiegen. Und in Kombination mit zwei Magneten habe ich mir jetzt noch hier ein zusätzliches Hilfsmittel gebaut, was uns gleich die Arbeit noch mal wesentlich einfacher macht beim Einstellen. Unser Status quo, wir haben jetzt hier noch nicht unsere Platte drauf, das heißt, damit beginnt jetzt der Schritt. Wenn ihr nicht so stark seid wie ich, dann ist es natürlich auch immer von Vorteil, wenn man noch eine zweite Person dabei hat, die einem ein bisschen hilft. Das Ganze wird jetzt angeschraubt und ich sage bewusst angeschraubt und nicht festgeschraubt. Wir wollen nämlich, dass sich das Ganze hinterher oben drauf noch ein bisschen bewegen lässt. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, hier mit den Schrauben dran zu kommen. Darum könnt ihr schon sehen, habe ich den Tisch jetzt hier einfach angeschrägt und jetzt komme ich auch hier komfortabel drunter und kann das Ganze entsprechend festschrauben. Oder ich sagte ja schon anschrauben, nicht festschrauben. Ja, ihr könnt sehen, also der Tisch ist montiert, aber ich kann den jetzt hier noch mühelos nach links und rechts verschieben. Jetzt wird der Anschlag montiert und wir beginnen mit unserer Führungsstange. Achtet darauf, dass diese Bolzen hier auch wirklich fest verschraubt sind. Sollte ab Werk eigentlich der Fall sein, aber eine Kontrolle schadet nicht. So, jetzt haben wir hier unsere Schrauben drauf gedreht und mit meinem Lineal sorge ich jetzt schon mal dafür, dass die beide den gleichen Abstand haben. Also hier habe ich einmal 40 mm und wenn ich es so drauf lege, sieht man es noch ein bisschen besser, auf 40 mm. Kommt jetzt auf ein Zehntelchen erstmal nicht an. Jetzt wird das Ganze einmal hier vorbewegt und von der anderen Seite dann auch wieder mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter gekontert. Ihr könnt schon sehen, die Führungsstange, die ist auch nicht festgemacht. Das heißt, ich habe jetzt erstmal hier meinen Anschlag draufgelegt und jetzt ist nämlich genau das Problem, wenn ich die Führungsstange festgemacht hätte, könnte ich an der Stelle jetzt feststellen, oh je, da ist jetzt ein Spalt. Den Spalt wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen, dass es schön plan sauber aufliegt. Das heißt, ich senke das Ganze jetzt hier ab, dass ich von vorne bis hinten keinen Lichtspalt mehr habe. Und jetzt kann ich hingehen und hier vorne das Ganze mit dieser Mutter hier entsprechend mit dem Maulschlüssel fixieren. Hier hinten ist jetzt also meine Referenz. Und als allererstes muss ich jetzt hier den Abstand ermitteln. Der liegt bei 50 mm. Den muss ich mir jetzt einmal kurz merken. Und als nächstes, dafür brauche ich die zwei Lineale. Oder ansonsten könnt ihr auch natürlich einfach ein planes Stück Metall nehmen, was einfach nicht verzogen ist. Und jetzt messen wir auch nochmal hier die Höhe von oben. Auch diesen Wert müssen wir uns einmal merken. In diesem Falle 11 mm. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite müssen wir diese Werte jetzt einfach nur entsprechend übertragen. Das heißt, ich bin jetzt hier ein ganz klein bisschen drunter, bin jetzt hier bei 49 mm, muss also hier mit der Schraube das Ganze jetzt noch ein ganz klein bisschen rausbewegen und gleichzeitig natürlich auch wieder hier entsprechend meine Höhe kontrollieren. Und da seht ihr schon, ja, da sind wir ordentlich weit unten, also bei 20 mm, da muss ich jetzt also auch ein gehöriges Stück mit der Stange nach oben.
Statt der zwei Lineale könnt ihr auch einfach den Kombiwinkel nehmen, hier hinten aufsetzen und dann könnt ihr hier entsprechend unser Lineal nach unten bewegen, könnt das hier arretieren und das Ganze dann hier auf die andere Seite auch wieder übertragen. Und wenn ihr seht, dass es halt eben hier auch wieder schön plan aufliegt, dann ist alles gut. Ganz ehrlich, dieses Ausmessen an der Stelle ist zwar durchaus nervig, ist aber mit eines der entscheidendsten Faktoren. Denn wenn wir jetzt schon anfangen, das Ganze hier krumm und schief auszurichten, weil wir sagen, ah komm, so schlimm wird es schon nicht sein. Wenn ihr hier schon anfangt mit den Fehler machen, das wird sich nach hinten raus einfach nur noch verschlimmern. Das ist natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher, wenn man eine zweite Person hinzuzieht. Das heißt, ich habe hier vorne einen, der entsprechend den Abstand messen kann. Und hier an der Stelle muss dann einfach nur festgeschraubt werden. Bei den Maschinen von Record Power und auch sonstige Fabrikate, die halt eben die Möglichkeit hier haben mit dieser Rundstange, wo man den Anschlag von links nach rechts einmal durchschieben kann, was ich jetzt mache, geht das Ganze sogar noch ein bisschen einfacher. Ihr könnt schon sehen, es bleibt hier hängen. Ich habe das Ganze ja wieder gelockert. Schiebe das jetzt einfach bis hier hinten durch und lege jetzt auch hier den Anschlag wieder so ab, dass ich hier von vorne bis hinten keinen Lichtspalt habe. Und jetzt kann ich hier ganz bequem hingehen und hier hinten die Schraube entsprechend mit meinem Mautschlüssel fixieren. Entscheidend ist natürlich nach wie vor, dass diese Seite hier mit der Tangente der Rundstange den gleichen Abstand einnimmt wie auf dieser Seite auch. Da ist mir bislang noch kein Trick eingefallen. Da müsst ihr einfach ein bisschen Augenmaß beweisen und dafür sorgen, wie gesagt, dass diese beiden Abstände hier parallel zueinander sind. So, jetzt hier an der Stelle mal ein bisschen Silbergleit drauf, damit das besser flutscht. Und wenn der Anschlag jetzt vernünftig eingestellt ist, dann sollte der, obwohl hier zwischendurch die Unterbrechungen durch die Nut sind, von vorne bis hinten sich hier bewegen lassen und an keiner Stelle irgendwie stoppen. Tut er nicht, also alles schick. Weiter geht's mit glitzernden Fingern. Wir möchten jetzt den Anschlag parallel zu den eingefrästen Nuten ausrichten. Das macht nämlich dann hinterher die Ausrichtung wesentlich einfacher. Das Problem könnt ihr jetzt hier sehen, wenn ich das hier hinten bündig mache, dann verläuft hier der Anschlag bislang und sogar sehr extrem, damit ihr es auch gut erkennen könnt. Das ist jetzt natürlich bei jedem System ein bisschen anders. Bei den günstigeren Bandsägen funktioniert das Ganze über Schrauben. Unten drunter sind Langlöcher. Da könnt ihr das Ganze dann entsprechend justieren und festklemmen. Hier bei der Sable besonders einfach. Wir müssen jetzt einfach nur hier oben über diesen Drehknopf das Ganze exzentrisch gelagert hier einfach nur exakt an unserer gefrästen Nut ausrichten. Da hilft dann auch manchmal der Finger ein bisschen besser als das Auge. Und wenn wir das dann hier überall bündig eingerichtet haben, dann wird es jetzt hier einfach nur noch arretiert. Jetzt können wir dadurch auch direkt mal überprüfen, ob wir sauber gearbeitet haben und schauen uns jetzt mal die gegenüberliegende Nut an. Und wenn ich jetzt hier nämlich den Anschlag rüberschiebe, dann sollte der im besten Falle, wenn ich den jetzt hier festziehe, von vorne bis hinten auch wieder bündig an der Nut anliegen. Wenn wir all das korrekt eingestellt haben, dann müsste jetzt auch, wenn wir jetzt hier unseren rechten Winkel anlegen, kein Lichtspalt mehr zu sehen sein. Das heißt, hier an der Stelle auch nochmal die Rücksicherung, dass wir wissen, okay, alle Arbeiten bis hierhin korrekt ausgeführt. Ja, jetzt kommen wir auch zum Einlegen des Sägeblatts. Da ist gerade bei der Einstellung das Ganze ein bisschen einfacher, wenn das Sägeblatt möglichst breit ist. Ja, das Bandsägeblatt ist jetzt drauf, habt jetzt auch ein ganz klein bisschen Spannung drauf gegeben, aber das hat noch nichts mit dem eigentlichen Spannen des Blattes zu tun. Es geht jetzt nur darum, dass es nicht so locker hier drin sitzt. Ich möchte jetzt zunächst mal mit meinem rechten Winkel hier überprüfen, ob wir hier unseren Tisch auch entsprechend zum Sägeblatt im 90-Grad-Winkel haben. Und auf der Seite kann ich jetzt natürlich entsprechend, auch wieder bei jedem System ein bisschen anders, die Neigung entsprechend einstellen, bis ich feststelle, okay, der 90-Grad-Winkel stimmt an der Stelle. Wenn ich den einmal rausgefunden habe, auch das bei jeder Maschine mal ein bisschen anders, lohnt es sich, diesen Punkt entsprechend auch nochmal zu markieren. Ihr habt dann, können wir hier sehen, bei derselbe die Möglichkeit, das Ganze über eine Schraube auch nochmal zu arretieren. Das heißt, egal wie sehr ich jetzt hier meinen Tisch bewege, ich komme immer wieder, wenn ich den hier bis auf die Schraube abgesenkt habe, an meinen Winkel von 0 Grad. Eine weit verbreitete Praktik ist auch das Ausrichten mittels einer Wasserwaage. Um ehrlich zu sein, ist auch das wieder so ein Ding der Mythen, die überhaupt gar keine Bedeutung haben. Denn für uns ist nur interessant, dass der Tisch im 90-Grad-Winkel hier zu unserem Sägeblatt steht. Die Wasserwaage gibt uns ja nur eigentlich eine Referenz, wie der Boden entsprechend zu unserer Oberfläche an der Stelle ist. Das heißt, wenn der Boden krumm und schief ist, dann bringt es ja nichts, den Tisch auszurichten.
Dadurch kriegen wir hier auch keinen 90-Grad-Winkel an der Stelle. Das heißt, wenn wir den Winkel jetzt hier eingestellt haben, an der Stelle den Winkel zumindest schon mal arretieren. Und dann kommen wir zum fast schon letzten Schritt unserer Einstellung. Der Anschlag, der war jetzt wie gesagt schon hier entsprechend zu unserer gefrästen Nut ausgerichtet. Jetzt möchten wir, dass dieser Anschlag und damit auch der Tisch entsprechend parallel zu unserem Bandsägeblatt läuft. Das kann man jetzt natürlich auch direkt schon mit dem bloßen Auge überprüfen, gerade wenn man hier so einen hohen Anschlag hat. Wir versuchen es einfach mal, wir schieben hier den Anschlag entsprechend da dran. Und wenn ich da jetzt so drüber peile, würde ich erstmal denken, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, mein Spezialgerät, das starre Lineal hier mit meinen zwei Magneten dran, wird jetzt hier an das Sägeblatt angegeben. Ich sorge dafür, dass es jetzt nicht mehr wackelt. Und wenn ich jetzt hier den Anschlag entsprechend dran schiebe, dann könnt ihr schon sehen, während es jetzt das Lineal vorne berührt, habe ich hier hinten schon einen Spalt von knapp einem Zentimeter sogar. Erinnert euch aber, der Tisch war ja noch nicht festgeschraubt und jetzt habe ich die Möglichkeit, entsprechend hier mit ein bisschen Fingerspitzengefühl das Ganze so auszurichten, dass es wirklich von vorne bis hinten hier plan anliegt und kann das jetzt natürlich auch hier durch ohne Druck, sonst verfälschen wir wieder das Ergebnis, sorge ich jetzt dafür, dass es wirklich parallel anliegt. Ja, jetzt nachdem wir den Anschlag und damit auch den Tisch parallel zu unserem Sägeblatt ausgerichtet haben, können wir den natürlich jetzt hier unten mit unseren vier Inbusschrauben fixieren. Ja, das Einrichten, das hat jetzt ungefähr eine knappe Stunde gedauert bis hierhin. Es gibt mit Sicherheit spaßigere Aufgaben, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn wir hier jetzt schon einen Fehler machen, das heißt, hier läuft jetzt nur der Anschlag minimal aus der Flucht und wir wollen im späteren Verlauf ja unsere Bohle noch hochkant auftrennen. Das heißt, wir haben, wenn wir hier vielleicht einen Verlauf von 2-3 mm haben, in unserer Bohle hinterher einen Verlauf von 5-6 mm. Das ist natürlich ärgerlich. Da bringt dann auch die beste Bandspannung und das Sägeblatt und sonstiges alles überhaupt nichts, wenn diese Parameter an dieser Stelle nicht richtig funktionieren. Kostet ein bisschen Zeit, setzt euch einen Kaffee auf, nehmt euch ein bisschen Zeit und Mühe an der Stelle, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, nehmt euch wie gesagt hier die Messinstrumente zur Hand, dann funktioniert das Ganze auch schon. Das sagenumwobene Thema Bandspannung. Machen wir hier mal die Abdeckung auf. Mythos Nummer 1, wir haben hier unsere Skala, hier sind verschiedene Bandbreiten angegeben. Das Ganze mit einem Aufkleber, der möglicherweise schon leicht nach links, nach rechts, nach oben, nach unten verschoben aufgeklebt wurde. Würde also ein Ergebnis schon mal verfälschen. Ansonsten zeigt der Zeiger hier verbunden mit der Feder eigentlich nur an, auf welcher Position sich gerade die Feder befindet und sagt nichts über die Spannung aus. Das heißt also, wenn eure Skala, wie gesagt, hier auch nur ein ganz klein bisschen krumm und schief aufgeklebt wurde oder wir vielmehr auch unterschiedliche Bandsägeblätter haben. Euer Bandsägeblatt ist natürlich mit einer gewissen Länge gefertigt worden, aber auch da kann es natürlich sein, dass es mal einen Millimeter oder zwei länger oder kürzer ist. Vielleicht ist es auch mal gerissen, ihr habt zum Schweißen gegeben und es ist an der Stelle natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Material draufgekommen. Das heißt, dieser Faktor, der hier eigentlich an der Stelle ja Ausschluss darüber geben sollte, der ist verschwunden. Nehmt das, wenn überhaupt, bitte nur als ungefähren Richtwert. Wir haben jetzt hier ein 19 mm Blatt drauf und wir sind jetzt hier ungefähr auch in der Region von 19 mm. Zweite Geschichte richtet sich vor allem an die Musiker. Wenn ich hier drüber schnipse, dann müsste ich eigentlich ein E hören. Ich habe keine Ahnung von Musik. Hier gilt auch wieder, wir haben unterschiedliche Bandbreiten, wir haben unterschiedliche Längen. Das heißt, der Ton ist bei jeder Bandsäge und bei jedem Bandsägeblatt auch wieder anders. Vergesst die Nummer also auch. Was in der Praxis eine ganz gute Idee ist, wenn wir mit unserem Daumen möglichst weit unten hier das Sägeblatt eindrücken, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich hier nach oben gehe, da wird die Bandspannung auch wieder größer. Ich versuche also an dieser Stelle hier entsprechend das Sägeblatt an hier das Metall dran zu drücken und das sollte mir eigentlich mit normaler Kraft nicht gelingen. Ist natürlich auch wieder ein bisschen schwierig auszumachen, weil jeder natürlich eine andere Kraft in seinem Daumen hat. Aber wenn ihr es jetzt nicht übertreibt und mit aller Gewalt versucht, das da dran zu drücken, wenn es euch nicht gelingt, dann ist die Bandspannung schon mal gar nicht so schlecht. Alles Weitere kann man dann aber vor allem im Schnittverhalten besonders gut ausmachen. Auch die Nummer mit dem Daumen beruht natürlich auf Erfahrungswerten. Im Laufe der Zeit tastet man sich daran, dass wenn man weiß, okay, die Bandspannung hat funktioniert, Maschine ausmachen und dann mal kontrollieren, okay, das ist der Druck. Und im besten Falle kann man sich das dann ein bisschen abspeichern, hat dann Näherungswert. Wenn es wirklich exakt werden soll, dann kann man das Ganze eigentlich nur mit einem entsprechenden Messgerät machen. Dieses hier kann die Spannung des Bandsägeblattes messen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Dafür muss jetzt zunächst mal das Sägeblatt entspannt werden. Da gibt es jetzt hier das Ganze
Nochmal als Schnellverstellung die Möglichkeit, ihr könnt sehen, das ist jetzt hier schön locker. Und jetzt wird das hier entsprechend mit den beiden Schrauben fixiert. So, der Wert wird jetzt hier nochmal genullt und die Bandspannung wird erhöht. Im besten Falle landen wir jetzt gleich bei einem Wert von 1000 bis 1400 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Bandspannung wird erhöht, ihr könnt sehen, die Nadel schlägt aus und wir landen jetzt hier nur, ich würde mal sagen, so gut in der Mitte bei so 1300. So, ich werde jetzt einmal die Bandspannung hier wieder rausnehmen und insgesamt die Spannung oben ein bisschen runterdrehen und dann werden wir uns danach den Wert mal ansehen, wo wir landen und nochmal überprüfen, wie sehr wir das Ganze jetzt mit dem Daumen eindrücken können. Wir sind bei unserem Wert jetzt hier knapp unter 1000. Ich mache nochmal hier den Test mit dem Daumen und ich brauche hier schon wirklich viel Kraft. Ich krieg's gerade so dran gedrückt. Ich hatte vorher erwähnt, ein Wert zwischen 1000 und 1400 ist ein guter Wert und den haben wir jetzt hier eingehalten. Das heißt, die Methode funktioniert schon gar nicht so schlecht. Wirklich effektiv ist jetzt der nächste Schritt, wenn wir uns ansehen, wie der Schnittverlauf ist, überhaupt die Schnittgüte. Das gibt uns dann wirklich den Aufschluss darüber, wie die Bandspannung im Endeffekt ist. Wir wollen, dass unser Bandsägeblatt, ihr könnt das hier sehen, mittig auf unserer Umlenkrolle läuft. Das hat einfach den Hintergrund, dass moderne Umlenkrollen bombiert sind. Das heißt, die haben oben drauf wie so eine Art Rundung. Das heißt, die Zähne können gar nicht mehr in diese Bandage, in diesem Falle hier gelb, auftreffen und auf Dauer die Umlenkrolle beschädigen. Ältere Umlenkrollen, also bei alten Maschinen, da war das Ganze nicht bombiert, sondern oben drauf flach. Und da könnt ihr euch vorstellen, auf Dauer greifen die Zähne natürlich immer wieder in die Umlenkrolle ein. Darum hat man die Zähne hier ein bisschen überstehen lassen. Ihr könnt schon sehen, wenn ich das jetzt hier seitlich mit meiner Hand bewege, ne, es läuft eben nicht mittig, gerade auch durch diesen gelben Bereich sehr schön zu erkennen, ist hier links größer als rechts. Und damit habe ich jetzt hier seitlich meine Einstellschraube und die wird jetzt hier, während ich das mit meiner Hand bewege, so lange gedreht, bis ich dann halt eben mittig auskomme. Kann man sich dann langsam rantasten, oh, ein bisschen zu viel gedreht, also das Ganze wieder zurück. Und wenn es jetzt so aussieht wie hier, dann ist das Ganze mittig eingestellt. Jetzt hier noch mit der Flügelschraube arretieren und wir haben schon mal eine Sorge weniger. Wir haben jetzt einmal den Sitz des Bandes hier oben an der Umlenkrolle kontrolliert und die Bandspannung auch. Jetzt wollen wir uns das nächste einfach mal im Laufenbetrieb ansehen. Wie verhält sich das Sägeblatt? Ist es unruhig? Ja oder nein? Das können wir ganz gut erkennen. Für euch hoffe ich jetzt zumindest, wenn wir hier einen weißen Hintergrund nehmen. Wir schauen uns einmal von der Seite die Bewegung an und dann auch nochmal von vorne. Nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, ich habe jetzt hier keinerlei Führungsrollen an meinem Sägeblatt dran, also die sind alle weggestellt, auch die hintere Begrenzung, alles entfernt worden, sowohl oben als auch unten, das Blatt kann sich also hier frei bewegen. Nur als Sicherheitshinweis, ich habe das jetzt hier zu Demonstrationszwecken natürlich nach oben geführt, ne? Zu Hause bitte darauf achten, dass hier die Abdeckung möglichst weit nach unten gestellt ist, also gerade so über unserem Werkstück. Wir machen die Maschine jetzt mal an und schauen uns das Verhalten von der Seite an. Wir schauen uns jetzt erstmal den seitlichen Verlauf des Sägeblattes an. Das ist eigentlich auch nur die B-Note. Ganz so kriegsentscheidend ist es nicht, dass wir jetzt hier so ein leichtes Flackern drin haben. Ihr könnt das, glaube ich, hier ganz gut am Schatten erkennen. Viel wichtiger ist dagegen, wenn wir uns das Sägeblatt jetzt von vorne ansehen. Das wesentlich entscheidende Kriterium ist die Sicht von vorne, unsere A-Note. Wir wollen wirklich, dass das Sägeblatt gerade wie ein Strich nach unten läuft. Ich glaube, das könnt ihr auf euren Bildschirm auch ganz gut so erkennen. Wir haben hier kein Flackern nach links oder rechts. All das würde natürlich wesentlich mehr Einwirkung auf unseren Schnittverlauf haben. So, genug der vielen Worte. Wir haben jetzt hier gesehen, das Band vibriert nicht, es flattert nicht. Nach wie vor habe ich aber jetzt keine Führungsrollen hier dran gemacht. Ihr könnt sehen, ich kann das hier frei bewegen. Möchte jetzt hier auf der vollen Höhe mein Stück Hartholz, um genau zu sein, Rüster, einmal der Länge nach auftrennen.
Unser nächstes Thema, die Sägeblattführung. Wichtig, aber von vielen vollkommen überschätzt. Richtig ist, dass die Führung möglichst nah am Bandsägeblatt sein soll. Allerdings sollte die im laufenden Betrieb nicht das Bandsägeblatt berühren. Wir haben ja gerade im Video schon gesehen, wir haben, ohne dass sowohl die seitliche als auch die hintere Führung angelegen hat, einen sauberen Schnitt ausführen können. Und daraus lässt sich eigentlich auch nur schließen, dass diese Führung dafür gedacht ist, wenn der Schnitt wirklich mal verläuft, was in der Regel damit zusammenhängt, dass wir ein bisschen zu viel Vorschub, das heißt ein bisschen zu viel gedrückt haben, dass sich das Blatt nach links oder nach rechts verzieht. Und diesen Schaden, der sozusagen dabei entsteht, den versucht eigentlich die Führung nur zu verhindern. Das heißt, die begrenzen dann halt eben das Sägeblatt, dass es nicht zu weit nach links oder nach rechts abdriften kann. Für uns ist es aber eigentlich ein Warnsignal in dem Moment, wo hier die Rollen mitlaufen. Das heißt, okay, wir kommen hier eigentlich von unserem eigenen Schnitt ab. Wir müssen also mit dem Vorschub runtergehen, sorgen dafür, dass die Schränkung in unserem Sägeblatt für einen Freischnitt sorgt und wieder auf die eigentliche Linie, auf die wir eigentlich sägen möchten, zurückkommt. Wesentlich wichtiger ist tatsächlich die hintere Führungsrolle. Diese sorgt nämlich dafür, und da müssen wir uns den Schnitt einmal kurz angucken, wir drücken von vorne gegen das Sägeblatt, das heißt, wir schieben es im Prinzip nach hinten. Die hintere Führungsrolle begrenzt diese Möglichkeit, das unbegrenzt nach hinten schieben zu können. Es könnte nämlich passieren, dass wir das im schlimmsten Falle hier oben von unserer Umlenkrolle runterschieben und naja, dann könnt ihr euch vorstellen, haben wir natürlich schon etwas größeren Schaden. Also auch hier dafür sorgen, dass es nicht direkt, wenn wir die Maschine anmachen, mitläuft, auch für einen kleinen Abstand. In der Regel ist das so ein Millimeter. Das heißt, erst sobald wirklich zu viel Druck auf das Sägeblatt kommt, läuft die hintere Umlenkrolle mit und stabilisiert auch gleichzeitig nochmal ein bisschen das Sägeblatt. Ganz wichtiger Punkt, wenn wir unsere Maschine eingerichtet haben, möchten wir natürlich einen Testschnitt unternehmen, aber auch später bei der Bearbeitung. Gerade wenn wir mit Massivhölzern arbeiten, gehört eigentlich mit zu den ersten Schritten immer das Abrichten. Und wenn wir das nicht getan haben, dann gibt es auch auf der Kreissäge oder bei den anderen Maschinen Probleme. Oft wird es aber tatsächlich vergessen, überhaupt bei der Bandsäge vorzunehmen. Wir haben natürlich uns hier ganz viel Mühe gegeben, dass wir das Ganze hier im rechten Winkel positioniert haben. Der Anschlag läuft parallel zu unserem Sägeblatt. Wenn wir jetzt da ein krummes, schiefes Holz an der Stelle natürlich hier entlanglaufen lassen, übertragen sich natürlich alle Bewegungen, die wir hier haben, auch in unserem Schnittverhalten. Und das führt natürlich auch ganz schnell zu einem Verlauf. Also brauchen wir erstmal eine Abrichte, um wie gesagt mindestens zwei Seiten hier in den Winkel zu bringen und haben dann auch hier die Möglichkeit, das wirklich hier schön gleichmäßig im Anschlag entlang zu führen, ohne dass wir da Bewegungen haben. Nehme ich jetzt hier eine Seite, die nicht abgerichtet ist dagegen oder sogar beide Seiten, dann können wir hier schon erkennen, ja, das fängt ja die ganze Zeit immer an zu wackeln und da könnt ihr euch vorstellen, da können wir dann auch keinen sauberen Schnitt mit herstellen und gerade was wir auch noch machen möchten, der Länge nach eine Bohle auftrennen. Wenn die vorher nicht abgerichtet wurde und immer nach links und rechts wackelt, dann können wir es eigentlich schon vergessen, da einen sauberen Schnitt hinzubekommen. So, auf Worte lassen wir jetzt auch mal Taten folgen. Wir haben hier ein Stück Rüster und das hat eine Höhe in dieser Einstellung von 200 mm. Das wollen wir jetzt einmal der Länge nach auftrennen. Und das machen wir jetzt nicht an der Sabre, weil da können wir schon davon ausgehen, dass das natürlich ohne weiteres funktionieren würde, sondern wir gehen einfach mal zu einer etwas kleineren Bandsäge. Und zwar hier zu unserer BS300E. Die hat laut Herstellerangabe maximale Schnitthöhe von 190 mm. Ja, die klugen Rechner unter uns wissen jetzt schon, okay, wir haben jetzt hier noch ein paar Millimeter draufgegeben, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir mit der auch hin. Thema Schnitthöhe möchte ich jetzt mal kurz drauf eingehen. Sofern es sich um eine gut konstruierte Bandsäge handelt, kann die auch die angegebene Schnitthöhe durchaus einhalten. Wenn ihr jetzt aber grundsätzlich immer sagt, wie in diesem Falle, wir haben eine maximale Schnitthöhe von 190 mm und ihr schneidet wirklich den ganzen Tag lang nur Bohlen auf mit 190 mm, da könnte man sich natürlich schon überlegen, von vornherein eher eine Maschine zu kaufen, die für eine größere Schnitthöhe geeignet ist. Das heißt, in der Regel ist dann auch ein bisschen mehr Motorleistung vorhanden. Das heißt, wir haben es dann noch ein bisschen einfacher, müssen nicht ganz auf den Vorschub achten. Und das Arbeiten an sich macht es einfach ein bisschen mehr Spaß damit. So als grobe Faustregel, meines Erachtens sollte man daran gehen, 70% der Schnitthöhe in der Regel, die angegeben sind, die lassen sich ja auch im alltäglichen Gebrauch ohne weiteres damit bewältigen. Wenn ich darüber hinausgehe, wie gesagt, sollte ich mir eher überlegen, vielleicht auch man von vornherein eher ein bisschen mehr Motorleistung zulegt und damit auch dann mit einer größeren Bandsäge einsteigt. Aber wie gesagt, wenn das jetzt nicht ja, dauerhaft der Fall ist, sondern gelegentlich einfach mal in der Höhe nach aufgetrennt werden muss, dann ist es auch hier, wie gesagt, mit dieser Bandsäge kein Problem. 200 mm haben wir, ne, zur Sicherheit nochmal hier nachgemessen. Also ihr könnt sehen, wirklich exakt bei 200 mm hört es auf. Natürlich vorher geguckt, dass die überhaupt hier durchpasst. Und ja, ansonsten Schutzbrille.
zwei Schiebestöcke, damit ich am Ende nicht mit meinen Fingerchen drücke. Und wie gesagt, bei der Höhe durchaus auf den Vorschub achten. Und sobald ich merke, dass halt eben die Führungsrollen mitlaufen, den Druck wieder rausnehmen, dafür sorgen, dass halt eben sich das Sägeblatt ein bisschen freischneidet und dann gleichmäßig weiter durchschieben. Gut, dann wollen wir mal den nächsten Mythos abhaken, dass wir nicht die maximale Schnitthöhe, die unsere Bandsäge eigentlich vorgegeben hat, erreichen können. Ihr könnt sehen, das ist das Maximum und das wollen wir jetzt einfach mal zeigen, dass es doch geht. Wir haben jetzt hier ein Stück Massivholz, 160 mm Höhe. Das wollen wir jetzt auch einmal der Länge nach auftrennen. Ihr könnt hier sehen, ich habe seitlich die Führungsrollen weggenommen. Ja, also die sind weggestellt. Da ist jetzt hier kein Abstand von einem Millimeter, sondern von einem Zentimeter. Und ja, der Schlüssel, wie gesagt, einfach gleichmäßiger, langsamer Vorschub. Und dann werdet ihr sehen, kriegen wir hier ein schönes Ergebnis hin. Nochmal wichtig die Erwähnung, das Ganze ist natürlich entsprechend abgerichtet, dass es hier sauber am Führungsanschlag anliegt und halt eben nicht kippeln kann. Ihr habt gesehen, ging ganz gut. Wenn man sich natürlich jetzt hier seitlich noch so einen Druckkamm dran macht, dann erspart man sich auch, dass man da immer wieder mit der Hand dran drücken muss. Aber ja, wie gesagt, hat gut funktioniert. Ich habe das mal kurz durchgemessen. Von hier vorne bis nach hinten habe ich einen Verlauf, ich habe es gerade so ablesen können, von unter einem halben Millimeter. Hier, wenn man das Ganze sich an der Schmalfläche anguckt, habe ich gar keinen Verlauf feststellen können. Ja, all das ohne Führungsrollen, ja, also nach wie vor hier Sägeblatt frei beweglich. Das heißt, vorher die Ausrichtung, die wir unternommen haben mit dem Tisch und dem Anschlag parallel im rechten Winkel zum Sägeblatt, Bandspannung überprüft, das ist wesentlich mehr als die halbe Miete bei dieser ganzen Geschichte. Ich hoffe, das konnte ich euch hiermit eindrucksvoll jetzt erstmal zeigen. Ihr könnt hier sehen, bei der Oberfläche, wir haben jetzt hier eigentlich kaum Sägespuren drin und wenn wir Sägespuren sehen können, dann sind die auch alle parallel zueinander. Solltet ihr Wellen drin haben, dann wisst ihr, wir haben hier wesentlich zu viel Vorschub gehabt und ja, wissen wir fürs nächste Mal, weil dann ist der Schnitt ja schon geschehen. Beim nächsten Mal wisst ihr dann, okay, einfach ein bisschen weniger Druck bei der ganzen Geschichte, je sauberer wird die Oberfläche und damit auch das Gesamtergebnis. Ja, wir machen weiter mit typischen Problemen und den Ursachen und vielleicht auch einer entsprechenden Lösung. Das erste, was wir uns ansehen, wenn wir den Winkel hier hinten in unser Sägeblatt machen, dann kann es auch mal sein, dass wir hier einen kleinen Lichtspalt haben. Das heißt, das Sägeblatt ist hier an der Stelle gemessen nicht 100% im 90-Grad-Winkel. Wirklich entscheidend ist es meines Wissens nach nur bei Schlitz- und Zapfenverbindungen. Das heißt, wenn wir da halt eben in den Schlitz rein sägen wollen, dass wir halt eben ja an einer Stelle, also entweder oben oder unten, ein bisschen zu weit sägen und nicht ganz unserem vorher angefertigten Riss folgen. Um das zu korrigieren, ist nicht zu empfehlen, dass hier der Tisch justiert wird, denn wesentlich entscheidender für das Ergebnis ist hier unser Sägeblatt. Und das ist davon abhängig, wie das jetzt auf unserer Umlenkrolle oben drauf liegt. Ihr könnt jetzt hier einen Lichtspalt sehen und wenn ich jetzt einfach mal kurz die Bandspannung löse und das Sägeblatt etwas nach vorne bewege, dann ändert sich an der Stelle natürlich auch schon wieder der Winkel. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal nachmesse, könnt ihr schon sehen, ist der Lichtspalt verschwunden.
wie gesagt, meines Erachtens in den meisten Fällen gar nicht so wichtig, dass wir hinten wirklich exakt 90 Grad Winkel haben. Wenn ihr das einstellen wollt, wie gesagt, bei Schlitz und Zapfen könnte es notwendig sein. Und ihr kommt damit nicht zurecht, indem ihr nochmal korrigiert, dass das Sägeblatt entsprechend hier nochmal mit der Umlenkrolle von der Position her geändert wird. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, an den Tisch zu gehen. Das kann man damit zu kleinen Unterlegscheiben lösen. Bei manchen Modellen, zum Beispiel bei der Record Power Serie, ist es halt auch möglich, eine Feinjustierung zu machen. Ist für die Sache natürlich nochmal ein bisschen angenehmer. Aber wie gesagt, versucht den Schritt eigentlich zu vermeiden. Ist, wie gesagt, nicht unbedingt kriegsentscheidend. Und wenn da irgendwie eine Einstellung vorgenommen werden sollte, schaut lieber erstmal, wie das Ganze hier oben auf der Umlenkrolle läuft. Ja, hier können wir schon das nächste Problem sehen, Rattermarken im Holz. Dies kann an einem schlechten Bandsägeblatt liegen, muss aber nicht unbedingt. In den meisten Fällen entstehen diese Rattermarken durch eine zu geringe oder nicht konstante Bandspannung im Betrieb, sodass das Bandsägeblatt immer wieder kurz von seiner eigentlichen Laufbahn abgelenkt wird. Wenn ihr also dieses Problem haben solltet, versucht langsam die Spannung zu erhöhen, bis das Problem verschwunden ist. Unserer Erfahrung nach funktioniert es aber nicht mit jeder Maschine und gerade bei kleinen Modellen kann es halt eben auch schon mal sein, dass man damit einfach leben muss. Weiteres Problem ist natürlich auch, dass der Schnitt nicht rechtwinklig ist oder verläuft. Da hatte ich ja schon gesagt, das Werkstück muss entsprechend vorbereitet sein. Wenn ihr all diese Parameter beachtet habt und das Schnittergebnis ist immer noch nicht so, wie wir das gerne hätten, dann müssen wir uns auch mal ansehen, vielleicht ist der Grund dafür eigentlich unsere Bandsäge. Entscheidend ist natürlich, dass wir hier die entsprechenden Umlenkrollen aus Grauguss haben. Das heißt, die haben schon eine große Schwungmasse und wenn die einmal in Bewegung gebracht ist, dann haben wir halt eben auch eher garantiert, dass das Bandsägeblatt nicht so schnell gestoppt werden kann, wenn wir da halt eben auch gerade bei Hölzern eine bestimmte Höhe haben und sich das Sägeblatt schon so ein ganz klein bisschen zuzieht. Hinter unserer Rolle verbirgt sich ein weiteres sehr wichtiges Element und zwar das Spannelement. Wir können hier schon die Feder sehen und die hat hier eine Materialstärke von fast 10 mm. Und ihr könnt euch vorstellen, wir wollen natürlich damit erstmal die Bandspannung aufbauen. Gleichzeitig muss sie natürlich auch gehalten werden. Das heißt, wenn die jetzt unter Last nachgeben würde, dann würde sich das Sägeblatt natürlich, ja, von seiner Spannung würde es nachlassen. Und wenn das Sägeblatt halt eben zu wenig gespannt ist, verläuft der Schnitt natürlich auch unweigerlich. Als nächstes wollen wir einen Kurvenschnitt machen und damit meine ich einen gewollten Kurvenschnitt und nicht, wir wollen eigentlich am Riss entlang sägen und es ergeben sich irgendwelche Schlangenlinien. Ich hoffe, ich habe euch bis hierhin gute Informationen geben können, dass das der Vergangenheit angehört. Wenn wir jetzt hier einen gewollten Kurvenschnitt ausführen wollen, ich habe ein etwas schmaleres Band genommen, 8 mm. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was wir im Endeffekt für einen Radius schneiden wollen. Unbedingt beachten, wir haben hier, ihr könnt schon sehen, links und rechts keine Führung mehr. Das ist dadurch bedingt, wenn wir jetzt hier eine Führung haben, dann vermeide ich, dass sich das Sägeblatt hier so sehr drehen kann, wie wir es halt eben entsprechend haben möchten und würde natürlich durch die Führungsrollen hier begrenzt werden. Also Führungsrollen, ne, sind hier beide gelockert, beide so weit wie möglich halt eben davon weggedreht. Die hintere Führungsrolle aber, die wird aktiviert nach 1 bis 2 mm, hatte ich ja schon mal gesagt, damit es nicht oben von der Umlenkrolle heruntergedrückt werden kann, das Sägeblatt. Ja, das Gleiche machen wir natürlich auch mit der unteren Sägeblatteinstellung. Das Holz ist natürlich auch hier, also unser Werkstück, entsprechend abgerichtet. Erstmal, damit wir es auch einfacher haben mit der Auflage. Wir haben nicht den Gefahrenpunkt, dass es an einer Stelle vielleicht ein bisschen abkippelt und sich hier im Sägeblatt verklemmen könnte. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, vorher abzurichten, dann macht das Ganze auch. Ansonsten hatte ich euch auch schon mal gezeigt, wie man das Ganze mit einem Handpobel relativ schnell und einfach lösen kann. Es erspart euch auf jeden Fall viele Missgeschicke und sorgt auch einfach für ein wesentlich schöneres, gleichmäßigeres und ungefährlicheres Ergebnis. Wir haben jetzt hier eine Höhe von knapp über 10 cm, 100 mm. Das heißt, ich muss natürlich ein bisschen meinen Vorschub anpassen und ja, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Wir fangen einfach mal an. So, dadurch, dass wir die jetzt natürlich entsprechend schon abgerichtet haben und die Einstellung korrekt vorgenommen wurde, können wir jetzt auch hier, wenn wir mal unseren Winkel da dran halten, erkennen, wir haben auch hier wieder einen schönen rechtwinkligen Schnitt.
Damit sind wir auch schon am Ende von unserem heutigen Video angekommen. Ich hoffe, ich konnte mindestens 3 oder 4 von euch da draußen motivieren, sich in die Werkstatt zu begeben und sich nochmal mit der Bandsäge auseinanderzusetzen und vielleicht diesmal zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Ich hatte schon eingangs gesagt, es ist natürlich nicht ganz so einfach und wie man so schön sagt, out of the box, also direkt aus der Verpackung raus, ist es nicht immer je nach Hersteller ganz so einfach mit der Einstellung. Aber die Schritte, die ich euch erklärt habe, die dürften eigentlich bei allen gleich sein. Also ja, nehmt euch den Winkel in die Hand und stellt nochmal alles so ein, wie ich das beschrieben habe. Und dann ist es auch zu vernachlässigen, was immer so mein Augenmerk war, wie sind jetzt hier die Führungsrollen eingestellt, ne, weil das kann man irgendwie immer direkt sehen und darum denkt man auch, das ist entscheidend für den Schnitt. Ich habe euch heute hoffentlich davon überzeugen können, dass es keinen Einfluss hat, ob das jetzt hier wie bei derselbe Kugel gelagert ist oder Keramik gelagert oder sonst was. Darauf kommt es gar nicht an. Wir hatten schon super Schnittergebnisse ohne Führungsrollen. Die Führungsrollen, wie gesagt, vor allem dafür da, wenn der Schnitt schon ein bisschen nach links oder rechts verlaufen ist, den Schaden zu begrenzen. Ja, also, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Mühe. Die Bandsäge wird es euch danken. Jetzt sind wir am Ende vom Video. Wir werden auch noch mal ein kleines FAQ machen. Also typische Fragen, die zum Thema Bandsägen aufkommen, typische Probleme, auch vielleicht mal, welche Bänder sind zu empfehlen, worauf sollte man beim Kauf besonders achten, aber das werden wir nochmal im separaten Video verpacken. Und ja, jetzt begebt euch doch bitte in die Werkstatt, kümmert euch um eure liebe Bandsäge und dann könnt ihr endlich die Projekte umsetzen, die auch mal geplant waren. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.